Guten Tag, mein Name ist Philipp Zippermeier. Ich bin Biologe und seit 30 Jahren Homöopath im Rahmen einer ärztlichen Praxis in Österreich. In allen meinen Videos geht es um die Frage, was Krankheit ist. Ist sie eine Veränderung der Körperchemie oder wird sie durch eine Veränderung seines emotionalen Zustands verursacht? Man könnte nun meinen, das macht keinen großen Unterschied. In diesem Video werden Sie sehen, in der Welt des Unterbewusstseins, in der Krankheit ausschließlich emotionale Ursachen hat, ist alles anders. Und ich kann Ihnen für die kommenden Videos versprechen, das ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Der Grund liegt in den verschiedenen Wahrnehmungsweisen von Bewusstsein und Unterbewusstsein. In diesem Video wird es um eben die emotionalen Anlässe gehen, auf denen Schlechtsehen beruht. Was bedeutet es, wenn wir Dinge nur unscharf sehen können? Ich beginne mit einer Geschichte, die man nicht unmittelbar mit dieser Frage verbindet. Wenn Kleinkinder Verstecken spielen, meinen sie, unsichtbar zu sein, wenn sie sich die Augen zuhalten. Das machen sie auch, wenn sie sich schämen, weil sie zum Beispiel etwas gesagt haben, worüber alle lachen. Sie stellen sich also vor, dass diejenigen, die um sie herum sind, sie jetzt nicht sehen können. Erst mit wachsender Erfahrung geht das Kind von dieser Verschränkung des Sehens und des Sehenwerdens ab. Untersuchungen der Universitäten Stanford 1980 und Cambridge 2002 ergaben, dass die Kinder wussten, dass man ihren Körper sehen kann, selbst dann, wenn sie sich die Augen zuhielten. Dennoch sagten sie, dass man sie nicht sehen könne. Sie meinten, ohne Blickkontakt könne man sich gegenseitig nicht sehen. Die Cambridge-Forscher schlossen daraus auf eine Art Wir-Gefühl, also Gegenseitigkeit als Voraussetzung für gegenseitige Wahrnehmung. Wobei auch festgestellt wurde, dass dieses Wahrnehmungsmuster genauso für Hören und Sprechen gilt. Ich zitiere den Philosophen Feuerbach, er lebte 1804 bis 1872 und war ein Schüler Hegels. Die philosophische Richtung, denen die beiden angehören, ist der deutsche Idealismus, dessen Inhalte sich mit der hier von mir vertretenen informatischen Weltsicht decken. Feuerbach sagt, Sinnlichkeit bedeutet, Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung zu sein. Damit ist gemeint, erst durch die Entgegensetzung, das wäre hier der Blickkontakt, beginnt man sozial zu existieren. Wenn sich also das Kind die Augen zuhält, hört es auf, sozial zu existieren. Bei dem geschilderten Phänomen geht es also gar nicht um Sehen und Gesehenwerden, sondern um die soziale Gegenseitigkeit als emotionale Erfahrung. Mit dem Schließen der Augen beendet das Kind diese emotionale Gegenseitigkeit. Es weiß um seine Sichtbarkeit, spricht aber dennoch von Unsichtbarkeit. Was hat das nun mit Schlechtsehen zu tun? Aus der Sicht des Bewusstseins, also der Vernunft, bedeutet schlechtes Sehen, die Dinge nicht deutlich sehen zu können. So schildert man das auch dem Optiker oder Augenarzt. Ich habe im letzten Video dargelegt, in jedem Menschen existieren zwei Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit des Bewusstseins, es kontrolliert unsere Bewegungen und hat die Fähigkeit zum logischen Denken. Und die Wirklichkeit des Unterbewusstseins, es ist die Quelle unserer Emotionen, es ist die Heimat der Gefühle und kontrolliert mit ihnen den ganzen Körper, auch unseren Willen. Alle unsere körperlichen Funktionen unterstehen seiner Herrschaft. Wäre es nicht so, könnten wir jederzeit den Kopfschmerz oder den Schnupfen abstellen, weil sie der Logik des Bewusstseins nicht entsprechen. Die Dinge nicht deutlich sehen zu können, ist also eine sachliche Interpretation des Bewusstseins. Es entscheidet allerdings nicht darüber, ob wir scharf sehen oder nicht. Das entscheidet das Unterbewusstsein. Es muss sich daher auch beim Schlechtsehen um eine emotionale Reaktion handeln. Schlechtes Sehen bedeutet,
Denken Sie jetzt bitte an das Kind, das sich die Augen zuhält, dass man nicht gesehen werden will. Das Unterbewusstsein will sich also auf die Welt aus emotionalen Gründen nicht mehr einlassen. Das bedeutet, Sehen ist für das Unterbewusstsein kein passiver, sondern ein aktiver Prozess. Das Auge ist der Empfänger von Licht und damit ist Sehen auch ein Hervortreten, ein ins Licht, in die Öffentlichkeit treten. Schlecht zu sehen bedeutet daher, dass man nicht erscheinen, nicht ans Licht treten will. Sehen ist also mit Erscheinen gleichzusetzen. Unscharf zu sehen beruht daher auf dem Zwiespalt, gleichzeitig erscheinen und nicht erscheinen zu wollen. Warum ist das so? Welche emotionale Befindlichkeit steckt da dahinter? Die sinkende Sehschärfe bei vielen alternden Menschen geht also entweder mit dem Gefühl sinkenden sozialen Werts und damit einem Verlust von Selbstvertrauen einher, oder bei anderen Menschen geht sie mit wachsendem Misstrauen oder einem sinkenden Vertrauen in die Welt einher. Man darf nun nicht glauben, dass jeder Mensch, dessen Selbstvertrauen zum Beispiel im Alter gesunken ist, schlechter sieht. Ein und derselbe Anlass wirkt sich bei verschiedenen Menschen verschieden aus, kann also andere Körperstellen in ihrer Funktion beeinflussen. Sehen ist auf jeden Fall primär ein emotionaler und erst sekundär ein physikalischer Prozess. Das Bild, so wie wir es sehen, entsteht im Gehirn und nicht auf der Netzhaut. Die Logik des Bewusstseins, schlecht zu sehen wäre ein funktionaler Fehler oder Abnutzungsproblem, trifft also nicht zu. Ob wir scharf, unscharf oder nichts sehen, hängt davon ab, wie weit wir überhaupt bereit sind, uns auf die Welt einzulassen. Diese Entscheidung ist Sache des Unterbewusstseins. Somit bedeutet Kurzsichtigkeit, einzig auf das Unmittelbare, das was gewiss ist, zu beschränken. Das vom Standort eines Kurzsichtigen Entfernte, das ist die Öffentlichkeit, das Ungewisse, es macht Angst. Im Grunde ist es ein defensiver Standpunkt, so wie er bei Kindern üblich ist. Umgekehrt bedeutet Weitsichtigkeit einen Drang, aus der Enge der Standortbedingungen hervortreten zu wollen. Man meint durch das Nahe, Verbindliche an der Entfaltung gehindert zu sein. Es ist ein offensiver Standpunkt. Wieder ist hier anzumerken, dass ein einzelnes Symptom nur ein Teilaspekt einer Persönlichkeit und nicht die ganze Persönlichkeit ist. Sicher ist, aus der Perspektive des Unterbewusstseins ist Sehen kein physikalisch passiver Vorgang, in dem das Auge Licht empfängt und in Bilder übersetzt. Sehen ist die Bereitschaft, ans Licht zu treten, also ein aktiver sozialer Vorgang. Wir erkranken also immer sozial. Im nächsten Video wird es um ein Paradebeispiel für die sozialen Hintergründe der Krankheitsentstehung gehen. Das Thema ist Diabetes, also die Zuckerkrankheit.